Herzlich willkommen zur Roten Couch auf der SPS-Messe 2023 in Nürnberg. Ich bin hier am Stand von Infoteam und freue mich riesig, Dr. Olaf Schrödel, Business Development Manager bei Infoteam, bei mir zum Interview zu haben. Welches Highlight zeigen Sie auf Ihrem Messestand? Wir haben viele Highlights. Und zwar sind es die Erfahrungsberichte aus unseren Projekten, die wir gemeinsam mit unseren Kunden bestreiten. Das heißt, wir arbeiten als Lösungsanbieter in der direkten Wertschöpfungskette des Kunden und versuchen so, den Kundennutzen zu steigern. Ein Beispiel ist die Firma Träger, wo wir gemeinsam mit dem Kunden ein Gasmessgerät neu entwickelt haben und den Kunden begleitet haben mit unseren innovativen Ideen, mit unserer innovativen Vorgehensweise. Und wie unterscheiden Sie sich damit von den marktüblichen Lösungen? Eine Differenzierung liegt darin, dass wir die gesamte Wertschöpfungskette abdecken. Das bedeutet, von der ersten Produktidee, vielleicht generiert in einem Design Thinking Workshop, über die Konzeption, die Architektur, die Softwareentwicklung bis hin zu dem Produktbetrieb, begleiten wir unsere Kunden, falls sie das wünschen. Und ich glaube, da gibt es nicht viele Unternehmen, die das bieten können. Beratungshäuser bieten Beratung, Systemhäuser bieten Entwicklung. Wir versuchen, die komplette Palette abzudecken. Welche Schwerpunkte setzen Sie in Ihrem Portfolio? Ein Schwerpunkt ist die normengerechte Softwareentwicklung. Das ist die DNA der Infoteam. Wir agieren seit 40 Jahren erfolgreich am Markt und wir arbeiten in diesen Bereichen auch in den Gremien mit. Das hat den Vorteil für unsere Kunden, dass wir das Wissen einbringen, dass wir das Ohr auf der Schiene sozusagen haben und das zum Nutzen für unsere Kunden. Vielen Dank, Herr Schrödel. Gerne. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen.